Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir unsere erste Nachtexpedition angetreten und wir werden heute auch direkt wieder auf Nachtexpedition gehen. Bin ich schon gespannt, was wir alles finden werden. Wir können hier beim Labor noch eben kurz uns tatsächlich noch was gönnen. Wir haben ja ein bisschen was an Rohmaterialien. Würde ich sagen, gönnen wir uns jetzt endlich mal den Flammschutz, damit uns Feuer überhaupt nichts mehr kann. Ich würde sagen, den Frostschutz gönnen wir uns dann auch direkt. Wir werden eh nochmal Rohmaterial, den wahrscheinlich nach dem Nachtspaziergang kriegen. Dann wäre es gegen Feuer und Eis geschützt. Ah, wen haben wir denn da? Würdest du nicht mit dem Sammeln von Leuchtstoff beschäftigt sein? An diesen Ort kannst du aktuell reisen. Wir können hier an den nächsten Punkt. Risikostufe 2. Das ist immer in die Risikostufe bedenken, mich nur dann auch, wenn du dich der Sache gewachsen fühlst. Okay. Bitte komm, Shining, kannst du mich hören? Vor einer Weile habe ich Ott schon eine besondere Fertigkeit beigebracht. In dem Fall, dass wir jemanden beschützen müssen. Wähle einen Leuchtbau und gib Ottchen dann den Auftrag, ihn zu beschützen. Daraufhin wird Ottchen in der Nähe des Leuchtbaus patrouillieren und es mit jeder Kreatur aufnehmen, die sich ihm nähert. Wird Ottchen bei der Nachtbegegnung von dir getrennt, kehrt dann diesen Ort zurück und verteidigt ihn für dich. Arbeitet zusammen, um den Leuchtbau zu beschützen. Ist, glaube ich, auch eine gute Idee, ihn von Anfang an direkt einfach nur beschützen zu lassen. Damit auf jeden Fall immer einer das Teil beschützt. Dann beschützt man den Leuchtbau. Ich kann ja auch so einfach vonstatten gehen. Obwohl, erst besser, wenn die auch den Angriff starten. Solange sollte ich gucken, dass ich viel mir hole. Die kann ich auch kaputt kloppen. So, das Erdloch habe ich kaputt gemacht. Gehen wir den Leuchtbau beschützen. Ich mache mal hier oben weiter. Ist doch schön, wie sie bei mir spawnen, dass ich nicht extra die rufen muss. Fängt mal dahin. Das Loch da soll ich platt machen. So, die werden jetzt eh von dem Köder abgelenkt. Angriff! Ottchen kümmert sich um die andere Armee. Ich finde es wichtig, diese Löcher kaputt zu machen, da kommen die nämlich raus. Dann verhindere ich ja eigentlich, dass die ganze Zeit nachspawnen. Ottchen hat gerade schwer zu kämpfen. Ich mache aber erstmal den Leuchtbau hier tatsächlich. Den Leuchtbau, den das Erdloch hier kaputt, bevor ich Ottchen helfe. Und dann können da keine nachkommen. Ottchen, nein! Ottchen ist K.O.
Oh nein, Otschin. Bringen wir den armen Kerl zur Basis zurück. Fürs Erste bist du auf dich allein gestellt, aber gib deshalb nicht auf. Du schaffst das scheinen. Otschin soll sich etwas an der Basis ausholen. Das bringt ihn sicher wieder richtig auf die Beine. So, den haben wir auch noch vernichtet. Sehr gut. Es ist keine einzige Kreatur mehr übrig, die den Leuchtbau angreifen könnte. Wahrscheinlich muss man jeden Punkt einmal machen, wo man sich hinsetzen könnte. Das war wie immer sehr gute Arbeit heute Nacht. Gut, Neuling. Dann sammle mal den Leuchtsaft ein. So. Also das endet immer, sobald man die letzte Kreatur auf jeden Fall besiegt hat. So, es wird jetzt wieder eine geheilt. Und ich habe 16 dafür bekommen. Also je mehr ich hätte, desto mehr bekomme ich auch. Ich habe eine interessante Beobachtung gemacht. Leuchtpigment sterben nicht. Was? Wie meinst du das? Nun, stirbt ein Leuchtpigment, verwandelt sich allem Anschein nach im Photon und kehrt zum Leuchtbau zurück. Sind es dann wirklich Pikmin? Musst du sie selber fragen? Gut, Zeit für die Heilung. Wird gemacht. Da ist irgendwie immer der gleiche Text. So, wen haben wir hier? Zinn, Weltenbummler, Heimatflug Kuai. Immer auf der Suche nach Planeten, die man noch erkunden könnte. Und nach einem Publikum für seine Abenteuer-Anekdoten. Ja, hier ist die Arbeit noch nicht vorbei. Da hinten sitzt der. Eine doofe Herausforderung. Du hast mich gerettet. Ich danke dir dafür. Deine Hilfe in der Not werde ich dir nie vergessen. Mein Name ist Zinn und ich bereise das Universum auf der Suche nach unerforschten Planeten. Als Abenteurer darf man sein Training nicht vernachlässigen, denn auf seinen Körper muss man sich verlassen können. Ein weiterer wichtiger Aspekt des Trainings für die Andoria-Herausforderung ist Meditation. Probier es doch einfach mal aus. Okay. Nimm deine Andoria-Meditation einen erfolgreichen Verlauf, solltest du von mir eine kleine Belohnung erhalten. Deine Meditation erlauft höchst erfolgreich. Wie ich sehe, hast du großes Potenzial. Ja, bei ihnen kann ich die Herausforderung wahrscheinlich nachholen. Bitte nimm es an. Arbeite weiterhin hart an dir und lass nicht nach in deinen Bemühungen. Ja, guck mal, hier könnte ich dann jetzt nochmal neu versuchen. Das werde ich offscreen machen. Und da versuchen dann nochmal das Höchste zu kriegen. Also wenn ich verkacke, hole ich bei ihm das dann offscreen nach. So, ich würde jetzt aber nicht sagen, dass wir noch eine weitere Nachtexpedition machen. Das können wir uns ja für nächste Folge aufheben. Sondern, dass wir jetzt wieder in die ewigen Weiten der Wildnisse hier wieder zurückkehren. Und gucken, dass wir hier die eine oder andere Sache noch beim erblühenden Park erledigen. So, hier sind wir dann wieder. Mal überlegen, wo machen wir denn als Erstes? Auf der Seite haben wir ja relativ alles erkundet. Das hier muss ich auf jeden Fall noch abbauen. Allein schon, weil da Rohmaterial ist. Ich würde dann sagen, wir gehen dann hier drum. Oder nee, wir gehen hier hin, da stelle ich das Teil dann hin und dann gehen wir so rum. Dann machen wir nicht hier die Ecke. Aber natürlich brauche ich erstmal meine Pigments. So, dann machen wir dich jetzt zuerst fertig und dann gönnen wir uns den Rohmaterialhaufen hinter dir. Ja genau, den abbaut ist mir egal.
Ja, und damit haben wir die Ecke dann gleich fertig. So. Der ist der gefährlichste. Angriff! Ich will ihn abtransportieren. So. Hier ist was vergraben. Grabt, Leute, grabt! Machen wir als nächstes den Frosch kaputt. Der darf ruhig zu Saft werden. Was sollen mal die Wasserpigments machen? Angriff! Und tot. Okay. Da ist ein Erdloch zum Graben. Hier ist auch noch mal irgendwo was. Laut Karte ist hier was, wahrscheinlich vergraben. Wieder ein Matroschka-Ding. Hier sind Töpfe zu kaputt machen. Oh, guck mal, direkt das nächste zum Ausgraben. Oh, wir haben 6000 Glycerium erreicht. Okay, wir sind hier von der Karte. Ich sollte eventuell das Schiff wieder hier hinholen. Weil das wäre wesentlich näher gerade. So, das wird schon mal aufgebrochen. Kann ich mich ja hier in der Zwischenzeit umschauen. Da ist ein Wassersprenkler. Angriff! Glaube ich, ihn nur mit Wasserpigments durch kann. Dann wechsle ich mal meine Pigments zu Wasserpigments um. Das ist eine Brücke. Dafür sollte ich schon mal die Leute abbeordern.
Hier ist ein Schnellreisepunkt. Mit einem Froggo. Ich mach's mir einfach. Weg da! So, dann verlegen wir mal die Basis. Ein paar wurden zerquetscht gerade. Wir werden diese Pikmins nie vergessen. Ich glaube, der Wassersprinkler, der zählt auch als einen Schatz. Boah, ist das gewaltig, die Melone da. Du musst doch eure Vieh bringen. Ein neues Testmittel ist verfügbar. Kann man das Ding da mitnehmen? Oder ist das einfach nur zum Nerven da? Nee, das ist dazu da, mich zu nerven. So, dann lassen wir mal die Pikmins hier bauen. Werden wir das hier mal abtransportieren. So, hier wird jetzt gerade der Weg gebastelt. Oh, da wartet richtig viel auf uns. Wir müssen den Typen da verdreschen, der frisst gerade alles weg. Okay, das Ding, das drehen wir gleich mal. Ach, wahrscheinlich können wir den Wasserspringer damit abdrehen. Ja, nice. Kommt mal her. Werdet ihr gebraucht. So, der ist tot. So, da wird jetzt schnell geholfen. Ja, machen wir den dann noch fertig. Und dort. Dort. So. Abtransport, Jungs und Mädels. Bitte komm hier. Dafür brauche ich auch hundertprozentig die Bomben. Das ist wieder so eine Dandori-Herausforderung. Okay, ich wollte nur zwei werfen. Hier ist wieder eine Dandori-Herausforderung. Können wir wieder einen Laubling mitnehmen beim nächsten Mal.
Hey, da ist ja noch so jemand mit einem Blattwerk auf dem Kopf. Da doch, in jeder Zeit, da doch, überall. Noch einmal dann doch, hier und noch. Einmal und noch, einmal und. Ciao. Das ist nicht unser Pilot. Eine gescheite Person ist es trotzdem. Was rette sie, Grünschnabel? Um Gottes Willen! Böser Riesenvogel. Den würden wir nicht mehr rechtzeitig schaffen. Mache ich hier den Weg noch auf. Okay, wir haben den riesigen Vogel gesehen, der mich beim dem vorherigen Teil schon übelst genervt hat. So, was haben wir denn da alles eingesammelt? Eine Cupidos-Granate. Phönixgewächse haben wir abgeschlossen. Okay. Wir haben eine Cupidos-Granate, einen Netzballon, Zuckertropfen, eine Battle-Vase, Harmonie-Synthesizer, Winddetektor und ein Octoplus. Es wurde leider niemand gerettet. Mögen wir unsere gefallenen Kameraden gedenken. Unsere neuen Pigments. Die armen kleinen Pigments. Ja, ich weiß, Noah. Sind schon bei Tag 15. Was ist denn das neue Hilfsmittel, das wir bekommen haben? Ein neuer KP-Verstärker. Ja, man sieht einen Unterschied. Die Flinkstiefel sind ja eigentlich das, was ich gerne hätte. Ich will auf jeden Fall die Flinkstiefel haben. Naja, vielleicht, wenn ich den einen hier, Oski, nochmal nachgeholt habe, die eine Herausforderung, können wir uns das ja eventuell gönnen. Ich mache das jetzt übrigens ab sofort so, dass ich die nächsten Folgen jetzt erstmal gucke, dass wir hier bei der Piklopedia auch die ganzen Einträge jetzt mal nachholen, hier vorzulesen. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier die beiden vorgelesen, dass ich jetzt aus der Reihe die alle nochmal vorlesen würde. Beim nächsten Mal dann die Reihe und dann immer so weiter. Die, bei denen ich weiß, dass ich die natürlich vorgelesen habe, die lese ich dann nicht vor. Den lesen wir zuerst den Zwergpunktkäfer. Vom Aussehen her, das süßeste kleine Punktkäferchen. Wenn ich ihm dabei zusehe, wie er durch die Gegend stackst, kann ich kaum noch an mich halten. Dieser kleine Schwindler täuscht so überzeugend vor, ein Punktkäfer zu sein, dass er jeden hinters Licht führen könnte. Wahrscheinlich will er einfach nur gemocht werden. Große Stielauglein und ein alles verschlingendes Maul und ein Hinterteil mit einem süßen Pünktchenmuster. Diese Kreatur ist ebenso unersättlich wie entzückend. Man sollte sich davor hüten, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich könnte sie natürlich auch in einem Rutsch vorlesen, Leute, so ist es nicht. Das wären nicht gerade viele Minuten. Ein knuffiges kleines Baby, das man einfach lieben muss. Doch Vorsicht, denn mit seinem weichen Körper und seiner zarten Haut, es ist noch sehr unempfindlich. Es ist noch sehr empfindlich. Im Umgang mit Punktkäferlarven sollte man sanft und sehr behutsam sein. Auch wenn man sie einfach nur knüllen möchte, könnte man sie dabei zerquetschen. Und das ist wirklich ein trauriger Gedanke. Und der Rüssel-Ignis. Ist dieser kleine Kerl mit seinen Stummelbeinchen und dem runden roten Maul nicht absolut entzückend? Da Vorsicht, wenn man ihn beobachten möchte. Denn am besten von hinten. Sonst könnte einem unter seinem feurigen Atem ziemlich schnell recht warm werden. Ja, das sagst du was. Da steht sogar bei, ob die nur tags oder nachts auftauchen können. Es gibt bestimmt irgendein Monstervieh, das nur bei Nacht auftaucht. Na gut,
Wir könnten jetzt aber hier nichts irgendwo abholen. Natürlich haben wir nach wie vor Nachtexpeditionen noch vor uns. Ich werde auch gucken, dass ich jetzt beim nächsten Mal auch mit einer Nachtexpedition erstmal starte und danach nochmal mit einer normalen. Auf jeden Fall, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Thank you.